Pflanzen sind die Nahrungsgrundlage für Mensch und Tier weltweit. Und unsere Forschung soll auch für die Zukunft dazu beitragen, dass eine solche Sicherheit gegeben ist und wir qualitativ gute Nahrungsmittel konsumieren können. Ja, was ist molekulare Pflanzenphysiologie? Genau wie wir Menschen oder Tiere haben auch Pflanzen eine Physiologie oder physiologische Prozesse. Dazu gehört eben der Wassertransport, Wasserhaushalt in der Pflanze. Die Pflanze atmet in dem Sinne auch, sie atmet CO2 ein und Sauerstoff aus. Und das sind elementare Vorgänge, die müssen studiert werden. Und wir machen das Ganze eben auch auf molekularer Ebene. Das heißt, wir schauen, was macht die DNA, welche Proteine sind beteiligt, wie beeinflussen diese einzelnen Komponenten die Zellen, wie machen die Zellen die ganze Pflanze aus. Speziell arbeiten wir an parasitären Pflanzen. Zum Beispiel an dem Teufelszwirn, das ist eine parasitische Pflanze, die lebt ohne Wurzel, ohne Blätter, macht keine Photosynthese, aber sie manipuliert eben Wirtspflanzen, sie infiziert die Wirtspflanzen, sie dringt regelrecht in die ein, wächst in die Leitgewebe, also in die Transportsysteme der Pflanze ein und entzieht Nährstoffe, Wasser und manipuliert den Wirt auch. Manipuliert den Wirt dahingehend, dass er versucht, mehr zu produzieren, mehr Photosynthese zu machen. Aber weniger bleibt in der Wirtspflanze und mehr kommt im Parasiten an. Und wir glauben, dass wir dadurch Erkenntnisse gewinnen können, wie wir zum Beispiel auch Pflanzen verändern oder manipulieren könnten, um Erträge zu erhöhen, um mit veränderten Umweltbedingungen klarzukommen. Oder wir nutzen das System auch, um das Immunsystem der Pflanze zu studieren. Die Pflanze kann keine Antikörper machen, aber sie kann Krankheiten erkennen, sie kann die Feinde erkennen und sie kann sich dagegen wehren. Speziell macht mir Spaß, dass ich ein breites Spektrum habe an Aufgaben und Arbeiten. Zum einen haben wir viel mit Studenten zu tun, viel mit jungen Leuten, Leute, die interessiert sind, die was lernen wollen, die was wissen wollen. Und das gibt so einen ganz besonderen Drive in unserer Arbeit. Das motiviert mich auch. Dann finde ich es natürlich ganz besonders toll, dass wir Neues entdecken. Das heißt, wirklich unbekannte Dinge einfach neu rausfinden können. Moderne Methoden kennenlernen. Insgesamt ist es einfach so die Mischung, die den Job attraktiv macht. Was wir hier machen wollen, wir wollen mit jeder Master, mit jeder Bachelorarbeit, mit jeder Doktorarbeit ein neues Puzzleteil liefern und das zu einem großen Bild zusammenfügen, was da bedeuten soll, gesunde, starke Pflanzen für die Zukunft, um uns Menschen und auch den Tieren für die ferne und für die nahe Zukunft die Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten.